herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Mädels, liebe Jungs, liebe Trainerinnen, liebe Trainer. Wir wollen euch heute ein einfaches und klassisches Basisprogramm vorstellen für die Blackroll oder besser, wie ich sie lieber nenne, Faszienrolle, weil damit einfach klar gesagt ist, was es eigentlich geht. Es sollen die Faszien gerollt werden. Wir wollen gleich nochmal darauf eingehen, was sind überhaupt diese Faszien. Das Thema Blackroll oder Faszienrolle, Schaumrolle, wie auch immer, mal grundsätzlich, es gibt ja verschiedene Rollen. Ich habe jetzt hier mal meine mitgebracht, die hat einen relativ hohen Härtegrad, da gibt es ja auch ganz, ganz weiche. Ich persönlich finde, als Fußballer, wenn wir jetzt im Fußballsport uns den genau anschauen, dann möchten wir ja damit uns ausrollen, wir möchten die Faszien, auf die wir gleich nochmal eingehen werden, ein bisschen glatter gemacht werden. Und dafür braucht es schon einen gewissen Härtegrad. Es gibt ja auch ganz weiche, die, wenn man dann da drauf geht, die dann wirklich nachgeben. Ich finde, die sind nicht sinnbefreit, aber sie haben halt nicht den großen Effekt. Denn ich möchte einen Reiz auf diese Faszien haben, sodass dann eben die dann wirklich auch wieder geschmeidig werden können. Und dafür braucht es eben einen gewissen Reiz. Es braucht einen Widerstand. Ansonsten klappt das natürlich nicht so optimal. Also daher wirklich ein bisschen drauf schauen, dass wir da einfach einen Härtegrad haben, der schon relativ hoch angesiedelt ist. Ich habe auch dabei eine Mini-Roll und einen Ball, dazu eine kleine Erhöhung. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen, was wir die genau brauchen. So ein kleines Paket wäre dann durchaus sinnvoll. Also ich finde persönlich, nur mit der großen Rolle zu arbeiten, um alle Muskelpartien idealerweise dann auch positiv zu gestalten, nenne ich es jetzt mal, finde ich, reicht nur die große Rolle nicht. Es wäre also schon sinnvoll, noch so eine Mini-Roll zu haben oder einen Ball. Viele sagen, man könnte statt diesen Balls auch einen Tennisball nehmen. Ja, das ist natürlich möglich. Man kann immer Alternativen wählen. Ich finde persönlich auch hier, der Tennisball hat dann oft den Nachteil, dass er auch eben nicht diesen Widerstand bietet, den ich gerne hätte, um einen positiven Effekt zu bewirken. Ich habe es eingangs gesagt, ich persönlich mag den Begriff Faszienrolle lieber, weil damit einfach klar gesagt ist, um was es eigentlich geht. Was ist denn die Faszie? Die Faszie ist, das wollen wir mal nur grob auch beleuchten, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins medizinische, wissenschaftliche hineingehen, das würde keinen weiterbringen, da verwirrt man ja auch nur den einen oder anderen damit, aber man sollte natürlich schon ein gewisses Basiswissen haben, was mache ich denn da eigentlich, für was ist denn das gut, ich rolle da so ein bisschen über den Oberschenkel drüber, aha, ja und jetzt? Also, wir rollen damit die sogenannten Faszien. Eine Faszie ist nichts anderes, vereinfacht gesagt, als ein dünnes Netz, eine ganz dünne Haut, die quasi über die Muskeln gespannt ist. Und früher dachte man, jetzt hat man da auch hier wieder neue Erkenntnisse im Laufe der Zeit gewonnen, es ist im Übrigen ein Bereich, der sich permanent auch vom Wissen her weiterentwickelt. Früher dachte man, jede Muskulatur hat quasi, oder jede Muskel hat seine eigene Faszie und die hängen nur zum Teil miteinander zusammen. Neueste Erkenntnisse zeigen nun, dass dem nicht so ist, sondern dass im Prinzip vereinfacht gesagt auch die Faszien alle noch miteinander zusammenhängen. Dass also praktisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unten sehe, dass das Netz oder diese Haut, diese Faszie um die Wadenmuskulatur beispielsweise, dass die dann nicht abgeschlossen ist und irgendwie sich bildlich vorgestellt verknotet ist und nun beginnt hier eine neue, sondern dass die auch miteinander zusammenhängen. Verantwortlich sind diese Faszien für eine Kraft- und Energieübertragung. Für eine optimale Kraft- und Energieübertragung, muss man auch sagen. Früher dachte man, wenn ich zum Beispiel jetzt wegspringe vom Boden, dass die hauptsächliche Kraftübertragung oder dass die hauptsächliche Energie entwickelt wird aus den Gelenken heraus beispielsweise, in Zusammenarbeit mit den einzelnen Muskeln. Das geht dann rein und dann geht es da raus und so weiter und so fort. Heute weiß man, dass das schon zum Teil noch auch so ist, aber dass eben diese Faszien eine wesentlich größere Rolle bei der Kraft- und Energieübertragung spielen als bisher angenommen. Also vielleicht sogar, da ist man gerade dabei, das zu erforschen, den Hauptanteil dabei haben. Warum rollen wir denn nun? Ja, nun ganz einfach, wenn wir praktisch Sport treiben, in unserem Fall Fußball, und Fußball ist auch noch ein schnellkräftiger Sport mit unterschiedlichen Belastungsstrukturen, mal langsam, mal schnell, mal springen, mal abstoppen, mal wieder ein Sprint zurück, wieder abstoppen, ein bisschen joggen etc. Also eine permanente, ja, ich nenne es mal nicht gleichmäßige Belastung, sondern ungleichmäßige, unrhythmische Belastungen verschiedener Intensitäten trommeln quasi auf die entscheidenden Muskelgruppen ein. Und das führt eben dazu, dass diese Netze, diese Faszien, diese Häute sozusagen, also
wenn man dann ein bisschen bildliches, eine bildliche Vorstellung davon hat, dass die quasi nicht glatt bleiben, sondern durch diese Belastung ja, gewellt werden. Jetzt brauchen wir nicht uns da vorstellen, dass da irgendwelche Mount Everest-artigen Berge entstehen, aber erstmal so kleine Hügel entstehen, Wellen, das wird ein bisschen an, ja, es bleibt nicht mehr glatt, geschmeidig, ich denke, das beschreibt das ganz gut, sondern es entsteht eben unruhige Bewegungen auf diesen Faszien. Und die, wenn man da jetzt nichts dagegen tut, bleiben natürlich, das heißt beim nächsten Mal, wenn ich das jetzt hier mal hier so sehe, das ist hier jetzt glatt, wenn ich jetzt aber hier so wellenartig habe oder so ein bisschen aufgeschoppert oder mal ein kleiner Hügel dazwischen oder wie auch immer, wenn jetzt dann die nächste sportliche Belastung kommt, dann wird natürlich die Energie und die Kraftübertragung, für die Faszien nach neuesten Erkenntnissen eben eine enorm wichtige Rolle spielen, wird dann eben nicht mehr schön sauber weiter transportiert, sondern das muss man sich vorstellen wie eine Straße voller Hügel, voller Schlaglöcher, wie auch immer, da geht die Energie halt so rein, so rein, so rein, so rein. Es braucht also verhältnismäßig mehr Energie für eine bessere Übertragung, es braucht mehr Zeit für eine bessere Übertragung. Es läuft einfach nicht mehr sauber glatt dahin, ganz banal gesagt. Und deswegen sollte man nach sportlichen Belastungen das immer wieder mal glatt rollen, sozusagen, geschmeidig machen. Wobei man jetzt aber auch ganz klar sagen muss, es ist ein Irrglaube zu denken, ich hocke mich jetzt dahin und ich rolle einmal über die Oberschenkelvorderseite, wunderbar glatt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn ich heute das erste Mal mit Rollen beginne, braucht es viele Male an Rollen, an täglichen Rollen, an vielen Wiederholungen, immer und immer wieder, da sprechen wir von Wochen, dass ich irgendwann mal einen relativ guten Zustand wieder erreicht habe. Also einen relativ guten Zustand im Sinne von, dann ist es wirklich gut, dann ist es super, aber das muss man wirklich täglich dann konsequent machen. Ansonsten mit einmaligen Rollen habe ich schon einen kurzfristigen Effekt, das merkt man, aber langfristig hole ich da relativ wenig raus. Also auch hier gilt, wie immer in jeder Sportart, in jedem Training, dranbleiben und das wirklich konsequent machen. Nur dann werde ich auch das Ganze langfristig so wieder hinbekommen oder so hinbekommen, dass es mir positiv dient. Wenn ich das eben nur einmal mache, dann habe ich kurzfristig den positiven Effekt. Der hält dann auch gerne mal vielleicht ein paar Stunden an. Aber ansonsten rutscht das sozusagen wieder zurück. Ich muss da dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Man merkt das, also ich persönlich merke das zum Beispiel im positiven Sinne, wenn ich abends zu Bett gehe, kurz vorm Schlafen gehen, nach einem anstrengenden Tag mit vielen Belastungen, vielen Einzeltrainings, die ich gehalten habe oder sowas, dann merke ich, oh, ist alles unter Spannung und Zug und der Rücken vielleicht hier unten hat ein bisschen Zug drauf, weil ich viele Bälle geschossen habe und der Hüftbeuger sehr verkürzt ist. Und wenn ich dann mir 10 Minuten Zeit nehme und alles in Ruhe mal ausrolle oder 15 Minuten Zeit nehme, dann lege ich mich hin und schlafe ich deutlich besser, als wenn ich das nicht tun würde, weil ich entspannter bin, weil ich merke im Körper, hier ist jetzt was Positives passiert, ich relaxe einfach besser. Okay, also das ist das, was man damit macht, Faszien rollen und wir haben kurz erklärt, warum man oder wofür diese Faszien da sind. Wie gesagt, es ist ein Basiswissen, wir wollen nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das braucht jetzt auch nicht, aber man sollte eben schon auch wissen, wofür macht man das eigentlich. Nun gibt es noch zwei Themen, die wir kurz sagen wollen, bevor wir in unser klassisches, einfaches Einsteigerprogramm reingehen wollen. Das ist die Begrifflichkeit Anrollen und Ausrollen. Am liebsten mache ich es persönlich für das Ausrollen. Dafür ist es eigentlich zunächst mal auch so in den Fußball hineingebracht worden oder in den Sport hineingebracht worden, zur Regenerationsverbesserung. Ja? Um eben, haben wir gerade erklärt, das Ganze wieder geschmeidig glatt zu machen. Dafür sollte es auch hauptsächlich verwendet werden. Man kann es allerdings auch zum Anrollen verwenden, das heißt zum Aktivieren vor einer sportlichen Belastung. Ich persönlich möchte das aber nicht generalisieren. Ich habe festgestellt, im Fußballsport mit den vielen Spielern, die ich zu tun habe, nicht jeder mag das vorher. Und das sollte man auch immer irgendwo berücksichtigen, auch wenn deren Sinn vielleicht unbestritten ist vorher. Aber nicht jeder mag das vorher. Der eine mag vielleicht vorher einfach nur ein klassisches Andehnprogramm oder ein bisschen mobilisieren oder mag seine klassischen, gewohnten Aufwärmübungen machen, wie auch immer. Er mag aber dieses Anrollen davor gar nicht, weil er merkt, mir tut das gar nicht so gut. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, ich für mich selber, dass auch mir das Anrollen zum Teil gut tut, zum Teil auch nicht. Das heißt, es gibt Muskelpartien, die rolle ich vor einer sportlichen Belastung ungern an, aber es gibt was, welche Dinge, die mache ich wirklich gerne davor. Also auch hier
muss man da auch selber für sich ein bisschen rausfinden, was tut mir denn persönlich vor einer sportlichen Belastung gut. Persönlich bin ich auch kein Fan davon, zum Beispiel nur anzurollen, dann gehen wir auf den Fußballplatz machen jetzt unsere Aufwärmübung und dann gehen wir sofort in den Hauptteil rein. Ich sehe das eher so, dass Anrollen sollte etwas sein, was vor dem Aufwärmen auch passiert. Also sprich, wenn wir zum Aufwärmen eine Passübung zum Beispiel haben, dann sollte das vorab geschehen und zwar individuell. Ja, jeder für sich, eben weil es nicht jeder auch gerne mag, vielleicht noch in der Kabine, dann geht er raus oder halt bei anderen Bedingungen halt natürlich auch gerne die Rolle mit auf den Rasen. Trainingsbeginn ist in 10 Minuten, der rollt nochmal kurz rein. Der Unterschied zwischen beiden Sachen ist im Prinzip die Bewegungsgeschwindigkeit und damit die Reizdauer auf die Muskulatur. Beim Ausrollen möchte ich natürlich einen Reiz haben, der quasi eben die Muskulatur geschmeidig macht, also muss langsam gerollt werden, damit auch wirklich eine Energie auf den Muskel übertragen werden kann. Beim Anrollen eben nur kurz und knackig das Ganze machen, relativ schnelle Bewegungen ausführen und die Reizdauer ist damit auch eine kürzere und sie wird so ein bisschen ja, aktiviert, geschmeidig gemacht, und aber nicht in demselben Stil wie eben das Ausrollen. Die Unterschiede sind eben ganz banal gesagt in der Bewegungsgeschwindigkeit zu suchen. Genau. So, dann kommen wir auch schon zum Programm. Wir fangen an mit der Fußsohle. Wir fangen ganz unten an. Für die Fußsohle habe ich nun die beiden Sachen mitgebracht. Einen Massageball, der eben wirklich, wenn man draufdrückt, den kann man nicht reindrücken, der ist wirklich sehr, sehr steif. Oder eben diese kleine Mini-Roll, auch hier das gleiche, sehr, sehr steif. Da muss nun jeder selber dafür sagen, okay, was möchte ich, also was nutze ich lieber. Ich mag hier einfach beides gerne, beziehungsweise unterscheide ich zwischen vorher und nachher. Ich habe vorher gesagt, beim Anrollen muss jeder auch für sich ein bisschen selber rausfinden, was mag er denn gerne für Übungen verwenden. Verwendet er alle oder eben auch nicht. Ich persönlich verwende eben hier nicht alle. Es gibt Muskelpartien, die mag ich nicht anrollen. Was ich sehr gerne anrolle, ist die Fußsohle. Dafür nehme ich zum Anrollen gerne diesen Ball. Hierfür stelle ich mich einfach mit dem Socken oder Barfuß drauf. Dann wird das einfach in einer relativ zügigen Geschwindigkeit mal gekreist. Von so nach innen nach außen, andersrum, ein bisschen hin und her gehen. Und wenn ich jetzt hier auch schon merke, oh, da ist ein bisschen ein schmerzhafter Punkt, dann bleibe ich da gerne mal 3-4 Sekunden drauf, drücke in diesen Punkt auch rein, um diese Struktur unten dann eben ein bisschen weicher zu machen. Natürlich immer alles beidseitig. Nach dem Sport mag ich es lieber mit der Mini-Roll. Man kann natürlich auch nach dem Sport diesen Ball hernehmen, um Gottes Willen. Also das ist jetzt nur ein Input von Ideen. Ja, ich mag also ganz gerne nach dem Sport lieber diese Mini-Roll, da stelle ich mich da drauf und dann wird auch, weil ich hier langsam sauber drüber rollen kann. Das kann ich mit dem Ball, finde ich persönlich, nicht so gut. Der rutscht mir sozusagen immer ein bisschen weg und dann ist das etwas, was das eben schnell und aktivierend ist. Und hier kann ich eben wirklich dann sauber drüber gehen. Da kann man sich jetzt zum Beispiel auch noch ein bisschen irgendwo anhalten, hier zum Beispiel an einem Geländer, um noch mehr Druck drauf zu geben. Auch hier gilt, wie bei allen Geschichten, beim Ausrollen, wenn ich irgendwo einen Punkt spüre, der besonders schmerzhaft ist, dann gerne mal in diesen Punkt reindrücken, den Punkt mal für 10 Sekunden halten beim Ausrollen. Dann aktivieren natürlich dementsprechend kürzer. Nochmal, entscheidend ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Also hier, jetzt will ich im Ausrollen, langsam, jetzt merke ich da, oh, da ist ein Punkt, draufgehen, ein paar Sekunden halten, mal da reindrücken. Wer sich fragt, ja, was bringt mir denn die Fußsohle? Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ganz einfach, wenn man im Fußballschuh unterwegs ist, im Laufschuh unterwegs ist, dann krallt man natürlich da drin auch mit den Zehen permanent. Das heißt, diese Muskulaturen, die Fußsohlenmuskeln etc., die sind einfach auch wahnsinnig steif und verkrampfen dann da ganz gerne und sind dann einfach verkürzt. Ja? Und dann kann man immer einen wunderbaren Test machen, um so ein Aha-Erlebnis für jemanden zu generieren, der das noch ein bisschen müde belächelt, wenn der relativ zum Training kommt oder wenn er noch ein bisschen steif ist sozusagen, dann soll er sich einfach mal hinstellen und versuchen, mit den Händen zum Boden zu kommen, ja, mit gestreckten Beinen, und dann kommt er eventuell noch nicht runter, weil alles noch verkürzt ist, und dann sagt man dem, jetzt nimmst du mal diesen Massageball und drückst da mal ein bisschen in die Fußsohle rein und kreist das ein bisschen beidseitig und versuchst wieder runterzukommen, und dann kommen die schon immer ein paar Zentimeter weiter nach unten, weil eben hier die erste Struktur weich gemacht worden ist
und diese Struktur ja hintenrum zusammenhängend nach oben geht und damit quasi das erste Mal das Ganze ja eben weich gemacht wurde und damit eine Längenveränderung ermöglicht. Also Punkt 1, die Fußsohle ist jetzt einer der Bereiche, in der ich ein bisschen intensiver eingehe, einfach nur, weil ich hier zwei unterschiedliche Materialien gerne verwende, zum Aktivieren, also zum Anrollen, kurz und knackig, paar Sekunden, nur 5, 6 Sekunden auf der Seite, andere Seite, gerne den Massageball. Zum Ausrollen empfehle ich persönlich diese Mini-Roll und dann sich auch Zeit lassen und dann 6, 7 Mal langsam hin und her rollen. Und wenn ich hier einen Punkt spüre, der schmerzhaft ist, reindrücken, 10 Sekunden verharren, Thema erledigt, andere Seite loslegen. Dann geht es weiter unten mit der Wade. Dafür nehmen wir jetzt auch die große Rolle her. Die legen wir uns einfach hier hin. So, Wade drauf. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal poppen wir nach oben in den Stütz gehen, einfach mal so zu rollen. Das hat, finde ich, bei der Rosenrolle kaum einen Effekt. Also wenn überhaupt, ist es schon mal besser, hier zu überkreuzen, um einfach mehr Gewicht drauf zu bringen. Und dann hier, wir sprechen jetzt mal nur vom Ausrollen. Beim Ausrollen 6, 7, 8 Mal langsam hin und her drüber gehen. Gut wäre es noch, bei der Wade ein bisschen zu kreisen. Also jetzt nicht nur gerade drüber zu gehen, sondern mal ein bisschen außen zu gehen, ein bisschen nach innen zu gehen, ein bisschen in der Mitte zu sein. Die Wadenmuskulatur, muss man wissen, ist ein dreiköpfiger Muskel. Und damit ich natürlich alle drei Teile irgendwo erwische, ein bisschen mit kreisen. Wobei man sagen muss, dass ich natürlich den inneren und äußeren relativ gut erwische, den tiefen unten drin natürlich nicht so ideal erwische. Wem das nicht reicht, dem empfehle ich hier diese Mini-Roll, weil die einfach nochmal mehr Druck gibt. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich die am Boden habe, komme ich da nicht optimal hin. Ich komme da ganz schwer drauf und kann nicht gut rollen. Deswegen habe ich jetzt hier diese Erhöhung mitgebracht. Ein Buch, eine kleine Erhöhung, einfach wie hier. Jetzt hier dieser Karton, der natürlich befüllt ist, sonst wird man durchbrechen, ist auch klar. Jetzt kann ich hier schön drüber gehen. Und ich sehe schon, ich hebe auch das andere Bein ab, ich will Druck drauf haben und jetzt spüre ich auch wirklich was. Da spürt man wirklich Widerstand, Druck und dann eben pro Seite 7 Mal sind immer so die Standardzahlen, die ich dann immer sage, langsam hin und her rollen und auch hier wiederum, wenn ich merke, da ist ein Punkt, der tut mir besonders weh, innehalten, ein paar Sekunden reindrücken und wieder nochmal 2-3 Mal drüber rollen und dann eben die andere Seite gehen. Die Wadenmuskulatur. Dann gehen wir fließend weiter, bleiben auf der hinteren Seite, tun wir mal weg und gehen zur Oberschenkelrückseite. Auch hier das Gleiche. Erstmal hier das Bein so drauf ablegen. Auch hier bei der Oberschenkelrückseite ist es wieder das Gleiche. Ich kriege jetzt, finde ich persönlich, hier kaum Druck drauf. Also wenn ich jetzt hier langsam zum Ausrollen hin und her rolle, 1, 2, ja, ist okay, aber es ist nicht der beste Druck drauf, deswegen auch hier wieder mehr Gewicht drauflegen, einfach nur und dann das Bein hier überkreuzen oder hier so ein bisschen in die Luft nehmen, ja, damit es nicht stört und dann auch hier ganz leicht kreisen, damit ich diesen zweigliedrigen Muskel da hinten auch relativ gut rollen kann. Ausrollen, auch hier wiederum, dran denken, langsame Bewegung, das kann man nicht oft genug sagen, nicht hektisch werden. Wir wollen ausrollen, wir wollen dem Muskel etwas Gutes tun, ihn regenerieren. Beim Anrollen natürlich dann eben, wie ich schon vorher nochmal gesagt habe, eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit. Wir machen gleich weiter mit dem Gesäß. Hier hätte ich eigentlich gleich unten bleiben können. Hier leicht seitlich drauf gehen. Jetzt habe ich hier die rechte Gesäßhälfte. Hier recht leicht seitlich auf diese Gesäßhälfte drauf gehen. Jetzt selber Fuß, rechter Fuß hier drauf, hier überkreuzen und jetzt hier dann eben auch langsam drüber rollen. Auch hier immer diese Standardzahl bei mir, sind immer so 7, 6, 7, 8 Mal rum ungefähr. Wobei ich jetzt nicht, das wollte ich vielleicht sagen, nicht verwechseln, ich zähle nicht 1, 2, 3, 4, sondern ich zähle immer 1, 2, 3, also ein Bewegungszyklus ist immer 1, langsam drüber rollen und dann natürlich auch hier wiederum die andere Seite mitnehmen. Wir machen jetzt aber nur mal auf der Seite. Dann
Machen wir weiter mit der Oberschenkelvorderseite. Diese Rolle wieder drauflegen. So, und dann eben hier, also Bein ablegen, Oberschenkel Vorderseite oben drauflegen. Das andere Bein ist also seitlich weggegrätscht. Und jetzt gehe ich in der Bewegung eben auch hier so ein bisschen drüber. Ist mir das zu wenig Druck, dann kann ich auch hier wiederum versuchen, abzugrätschen, drüber zu grätschen, besser gesagt, und dann mehr Druck auf die Oberschenkel Vorderseite zu generieren. Bei der Oberschenkel Vorderseite auch noch ein bisschen immer wieder mal bewegen, mal in der Mitte bleiben, leicht nach außen gehen, leicht nach innen gehen, ohne dass ich jetzt zu den Adduktoren oder Abduktoren komme. Aber natürlich, der Oberschenkel vorne heißt halt eben Quadrizeps, weil er eben vier Teile hat. Und die sollten wir natürlich auch versuchen, so ein bisschen mit zu erreichen. Dementsprechend kann man jetzt hier zum Beispiel, um alle Teile so ein bisschen besser zu erwischen, auch mehr Wiederholungen machen. Dann mache ich halt nicht 6-mal rollen, mache ich halt 10-mal rollen, um eben wirklich alle Anteile relativ gleichmäßig zu erwischen. Langsame Bewegungsgeschwindigkeit. Ich kann hier im Übrigen noch bei der Oberschenkelvorderseite ein bisschen in den Hüftbeuger mit hochgehen. Also wenn ich hier eh schon bin, dann kann ich auch gerne ein bisschen hier die Rolle in den Hüftbeugerbereich mit reingehen. Wem das nicht reichen sollte, die mit der großen Rolle für die ganz harten sozusagen, bietet sich dann an, diesen kleinen Massageball zu nehmen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich relativ schlecht. Man muss natürlich ungefähr wissen, wo ist der Hüftbeuger. Wenn ich dann da bin, dann kann ich hier so ein bisschen reindrücken, ein bisschen kreisen und den Hüftbeuger dadurch dann eben auch schön lang machen. Ich persönlich sage ehrlich, ich bin kein Fan vom Hüftbeugerrollen. Nicht, weil es mir nicht gut tut. Ich habe immer das Gefühl, ich erwische ihn nicht so wirklich gut und ich merke danach schon einen positiven Effekt, aber nicht in dem gewünschten Maße, wie ich es gerne hätte. Deswegen bin und bleibe ich ein Fan des Hüftbeugers aus Dehnen hinterher. Dann nehme ich mir auch wirklich Zeit dafür. Speziell deswegen, weil ich auch viel aufs Tor schießen muss oder viele Bälle schlagen muss in den Individualtrainings. Dann dadurch durch diese Bewegung permanent verkürzt er natürlich ganz gerne. Und deswegen nehme ich mir gerne nach dem Ausrollen nochmal Zeit und dehne meinen Hüftbeuger ein bisschen auf. Halte den mal ruhig, gehe langsam rein, halte das mal 10 Sekunden, gehe ein bisschen weiter rein und halte das nochmal 30 Sekunden und das beidseitig. Wiederhole es auch ganz gerne 2-3 Mal, damit er am Abend auch wirklich schön weich werden darf. Denn, das muss man einfach mal wissen, wenn der natürlich permanent verkürzt ist hier und überhaupt nicht mehr weich werden darf, und erinnert euch daran, was ich am Anfang gesagt habe, ein kurzes Rollen einmalig macht den kurzfristig weich, den Muskel oder jetzt den Hüftbeuger, aber eben nicht langfristig. Und wenn ein Fußballer, der viel aufs Tor schießt, der viele Pässe pro Spiel spielen muss, der viele Antritte hat, und das ist eben ein Fußballer, ein Muskel, der ist wahnsinnig gerne verkürzt, dann muss ich dafür sorgen, dass der wieder weich werden darf, weil die negativen Folgen zu groß sind auf Dauer auf andere Strukturen. Beispiel, viele Fußballer klagen ganz gerne, wenn ich sie mitbekommen habe, über Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich. Und dann doktert man da rum und versucht, den unteren Rücken irgendwie mit Massagen weich zu machen. Und dann sage ich ganz gerne, geh doch mal her und mach mal den Hüftbeuger auf und dehn mal den Hüftbeuger pro Seite 40, 50 Sekunden wirklich entspannt an, nicht zu tief reingehen, Stück für Stück, um da auch nicht einen zu krassen Reiz zu ziehen. Weil eine Dehnung ist natürlich auch ein Zug auf die Muskulatur und das sollte natürlich nichts Negatives sein. Und dann stell dich danach wieder hin und ist der Rückenschmerz jetzt besser oder nicht? Und die Rückmeldung ist ganz oft, ja, es ist besser geworden, weil jetzt eben hier dieser Muskel wirklich weich werden durfte. Wie ist der Zusammenhang? Kurzer Exkurs nur an der Stelle. Wenn der Hüftbeuger kurz ist, dann ist übertrieben gesagt, weil man das natürlich mit dem menschlichen Auge kaum sieht, kippt der Mensch nach vorne. Ja? Und weil er aber aufrecht gehen will, dreht er sich jetzt so und entsteht ein Hohlkreuz und es entsteht eine permanente, unnatürliche statische Spannung unten in der Rückensträngen, in den Rückensträngen unten. Und die sorgen dann für einen permanenten Verkrampfungszustand. Und das verursacht diese Schmerzen auf die Gelenke drumherum. Da kommt dann vieles zusammen. Aber das ist so die gründliche Ursache. Wenn ich aber hier weich bin, aufrecht bin, das Becken ein bisschen nach vorne kippen darf und dann hinten ich aufrecht stehen kann und hinten entlastet bin, dann ist das natürlich weg. So, dann kleiner Exkurs am Rande, wieso das alles ganz wichtig ist. Was gerne jetzt vergessen wird, ist das Schienbein. Ja, also diese Rolle, jetzt ganz wichtig, das legen wir mal den Fuß hier einfach ab,
sich nicht jetzt mittig da drauf, also das rolle ich nur an der Schienbeinkante rum und das kann dann unter Umständen auch ein bisschen unangenehm sein, sondern leicht seitlich drauf und jetzt in der Position den Schienbeinmuskel, den Tibialis hier langsam auf und zurück rollen, wenn auch das wieder nicht reicht, kann auch hier wieder in den Stütz gehen und noch ein bisschen den Druck und den Widerstand erhöhen. Der wird gerne vergessen. Daran denken, den nicht zu vergessen, denn er ist im Fußball ganz schön oft mit dabei. Dann brauchen wir, wir bleiben beim Oberschenkel, die Adduktoren und die Abduktoren. Die Adduktoren Beule hinlegen, innen rein, hier reinlegen, jetzt quasi in der Position drüber rollen. Das linke Bein hier, in dem das jetzt praktisch hier seitlich anliegt, nehme ich, wenn ich rübergehe, ein bisschen in die Luft, das Knie weg, damit ich den Druck auch wieder erhöhen kann. Im Prinzip ist es ganz einfach. Ich muss halt einfach immer schauen, wie kann ich jetzt den Druck erhöhen, damit ich quasi Widerstand bekomme. Merke ich überhaupt irgendwas? Ja, merke ich gar nichts? Dann muss natürlich eben mehr Druck rein. Wie kann ich das tun? Einfach mehr Gewicht drauflegen. Ganz einfach. Oberschenkel, die Außenseite als nächstes. Legen wir die Rolle so hin, gehen also auf die Abduktoren drauf. Man kann jetzt den Fuß hier zum Stabilisieren erstmal reinnehmen und dann hier so ein bisschen dann drüber rollen, und wenn das auch wieder nicht reicht, der kann natürlich hier beide Füße in die Luft nehmen und jetzt sollte auf jeden Fall spätestens dann jeder was spüren. Oberschenkel, Außenseite. Dann sind wir unten so fast soweit durch. Jetzt kommen noch zwei Sachen, die ich noch mit reinnehmen möchte. Einmal den Rücken. Dazu legen wir uns, ich zeige uns ein bisschen leicht seitlich, dafür legen wir uns die Rolle da unten rein. So, jetzt passt. Dann nehme ich meine Hände, umschließe hier den Brustkorb, fasse meine Schultern hier so an. Jetzt für den Rücken nehme ich den Popo leicht hoch und jetzt in der Position, mit den Füßen kann ich dann auch noch ein bisschen mitgehen, gehe ich einfach mal hier nach vorne, rolle so nach unten und gehe wieder hin und her und auch hier langsam hin und her rollen. Darauf achten, wenn der Popo in der Luft ist, der darf ruhig ein bisschen angespannt sein. Achtet darauf, dass jetzt die Bauchmuskulatur in dem Fall so gut es geht locker bleibt, nicht zu sehr anspannen, denn ich möchte ja hinten jetzt weich werden dürfen, denke ich es mal so, damit man das wiederum versteht. Wenn ich vorne aber dann verkrampfe dagegen, dann tut das Ganze dem wieder nicht so gut. Deswegen schauen, dass vorne auch Entspannung drin ist, damit hier hinten dann eben auch die volle Entspannung überhaupt wirken kann. Das Letzte, was ich noch mitmache immer, ist die Brustwirbelsäule ein bisschen aufmachen. Warum machen wir das? Muss ich kurz aufstehen dazu. Wenn wir natürlich viel Sport treiben, viel Fußball spielen, genau, Fußball ist ja so ein Sport, und ich schon gesagt habe, dieses Abstoppen, dieses Springen, dieses Wegsprinten nach vorne, wird der Körper permanent ein bisschen zusammengestaucht. Und dadurch laufen wir nicht mehr schön sauber aufrecht durch die Gegend, sondern wir neigen dazu, ein bisschen so nach vorne zu kippen. Ein bisschen vielleicht zu übertrieben dargestellt, damit man versteht, was ich meine. Und jetzt möchte ich hier wieder aufmachen. Dann kann ich die klassischen Dehnübungen machen beispielsweise. Oder aber mit der Black Roll, wenn ich dann eh schon dabei bin, die Brustwirbelsäule auch wieder aufmachen. Der Unterschied jetzt zum Rücken dehnen ist, dass der Popo jetzt am Boden bleiben darf. Dann würde ich die Rolle so ein bisschen weiter nach oben reinlegen. Popo runter, Füße hin. Und jetzt biege ich mich quasi über diese Rolle drüber, nehme den rechten Arm hier nach hinten, kurz durch, ausschnaufen und gehe wieder nach vorne. Andere Seite, nach hinten und wieder nach vorne. Das mache ich so viermal pro Seite. Dann kann man die Brustwirbelsäule schön aufmachen und alles wieder aufrecht nach hinten ziehen. Das war es dann schon mit diesem einfachen Basisprogramm. Ich gehe es nochmal kurz durch. Wir haben die Fußsohle, wir haben die Wade, wir haben die Oberschenkelrückseite, die Oberschenkelvorderseite, die Abduktoren, also die Außenseite, die Adduktoren, Gesäß, den Hüftbeuger, Rücken und die Brustwirbelsäule. Fußsohle, die beiden Möglichkeiten, den Unterschied habe ich erklärt. Bei der Wade entweder hier mit dem oder eben, wie ich es lieber mache, mit der Mini-Rolle auf eine Erhöhung drauf, damit eben der Druck rein kann. Und ja, ich denke, dann sind wir soweit erstmal mit dem Thema durch. Der Unterschied, wir haben jetzt also
persönlich nochmal kurz erklärt. Wir sind jetzt mehr aufs Ausrollen eingegangen, weil dafür es eigentlich auch hauptsächlich meiner Meinung nach verwendet werden sollte. So kam das, die Faszienrolle auch in den Sport hinein, als Regenerationsmittel, um die Muskulaturen, um die Faszien geschmeidig zu machen. Man kann es auch zum Anrollen verwenden. Dann wiederum finde ich, ist das eine eher individuellere Geschichte. Mag das jemand nicht. Wenn überhaupt, dann vor dem Training. Das heißt, nicht jetzt nach der Passung, nach der eigentlichen Aufwärmübung verwenden, sondern etwas, was in der Kabine stattfindet oder unmittelbar nochmal auf dem Platz, bevor dann das eigentliche Aufwärmtraining beginnt. Und es sollte nicht nur isoliert dann stattfinden als Anrollen, sondern es muss dann auch auf jeden Fall ein Andehnprogramm mit dabei sein, ein Mobilisationsprogramm mit Movement Preps. Das wollen wir auch nochmal in einem separaten Video vorstellen. Okay, dann war es das soweit. Dann wünsche ich euch viel Freude damit, beziehungsweise das erste Mal, wenn man es macht, den einen oder anderen positiven Schmerz. Und denkt dran, lasst euch Zeit, atmet ruhig dabei, rollt langsam und dann hat man auch wirklich einen positiven Effekt, den man da rausziehen kann. Dann wünsche ich euch alles Gute, bis dahin, macht's gut, ciao.